Kommt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl gefällt. Thank you.
starker König, oh, wie wenig achtest du der Ehrentrat. Großer Herr, oh, starker König, liebster Heiland, oh, wie wenig achtest du der Ehrentrat. Der Ehrentrat.
hätten es nachts ihre Himmel. Und siehe, es Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie.
Zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und
Thank you.
so bald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Oh.
wie Hirten untereinander. Deine Erbarmen, Herr.
Sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam,
wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten.
Menschen kehrten wieder um, preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget war. Thank you.
dass das Kind beschnitten würde. Da ward sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn ihre Mutterleibe empfangen ward.
selbst ja. Ja, ja, du Heiland, sprich selbst ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, du Heiland, sprich selbst. Ein Heiland gibt mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut. Ich will nur dir zu Ehren leben.
ich will nur dir zu Ehren leben. Mein Heiland, gib mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut.
Thank you.
zu Bethlehem, im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Wo, wo, wo ist der Morgen? Thank you.
Der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken? Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Oh, solltet ihr euch nicht ließ versammeln alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande. Denn also steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinest unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll hier kommen der Herzog, der über mein Volk ein Herr sei. Musik.
und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und weiset sie gen Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt es wieder, dass ich auch komme und es anbiete. Du Falschen suchen nur den Herrn zu fehlen. Nimm alle falsche List, dem Heiland nachzustellen. Den, dessen Kraft kein Mensch erbittet, bleibt doch in sicherer Hand.
König gehöret, hat entzogen sie ihm. Und sie, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoher Freude und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Zu Herodes lenken und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. So geht genug, mein Schatz geht nicht von hier, er bleibet dabei. Solchem Glück versehen.
stolzen feine Schreck, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Und mögt ihr stolzen feine Schreck, was könnt seht, mein Heiland wohnet hier.